Liebe Leute, willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Eine weitere Scav-Runde, mit der wir hier beginnen. Und der Spawnpunkt ist tatsächlich direkt am schönsten Dorf der Welt. Und schauen wir mal, ob es hier ein bisschen was gibt für mich. Vielleicht hat ja jemand was übrig gelassen. Sowas oder sowas. Oder sowas. Ja. Gar nicht so schlecht. Ist hier sonst irgendwas? Hier hängt eine Jacke, aber die ist nicht lootbar. Ein bisschen was zu essen und zu trinken. Sugar. Sehr gut. Da wird noch geschossen. Wie viele Minuten haben wir denn? Ja. Hier liegt eine. Ja. Mehr ist nicht dabei. Sehr schön. Ja, nehmen wir erstmal. Wo wollen wir denn hin? Nehmen wir Outskirts, haben wir den weitesten Weg. So, komm, gib mal was. Also hier war auf jeden Fall jemand, der auch gelootet hat, aber entweder nicht sehr gründlich oder ihn haben die Sachen nicht interessiert, weil wenn man natürlich ein höheres Level hat, dann interessieren einen so Kleinigkeiten nicht mehr, die man verkaufen kann. So Batterien oder sowas. Oder sowas hier. Ich nehme ja erstmal immer noch alles mit. Nicht hier mit dem Bett irgendwie ne, hier, ne? Hier ist aber nichts. Money. Okay. Ziehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir irgendwo eine Leiche. Habe ich bei der Sägemühle wahrscheinlich am besten die größten Chancen. Aber da ist natürlich auch das schlimmste Gebiet, was sowas angeht. Doch im Grunde habe ich nichts zu verlieren.
Wisst ihr was? Wir gehen mal rauf. Ich habe so viel Kleinkram dabei, da hätte ich jetzt doch lieber irgendwas Wertvolleres, was vielleicht mehr Slots einnimmt oder gleich viele Slots, aber mehr wert ist. Wir suchen mal. Leute, wir sehen uns gleich im Raid. So, Freunde, los geht's. Wir bleiben auf Woods. Und hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Ja, ich habe immer noch meine Schwierigkeiten, Scavs von Spielern zu unterscheiden. Und in dem Moment, wo ich dann denke, ja, das könnte durchaus einer sein, bin ich down. Also, ich weiß, man sagt so, die Klamotten sind ein bisschen farbenfroher und irgendwie, natürlich haben die wahrscheinlich keinen Helm auf und so, aber ich weiß nicht. Ich tue mich da echt noch schwer. Ich bin da zögerlich. Auch wenn natürlich ein Scav zu töten jetzt nicht die Deinstallation des Spiels bedeutet, aber vielleicht versteht ihr das. Ich bin da eher vorsichtig. Danke. Das Ding brauche ich tatsächlich. Jetzt gehen wir mal schnell hoch, damit der da drüben... Oh, jede Menge Drinks. Axel. Oh, das Ding habe ich so noch nie gefunden, Leute. Das, also immer nur im... in Duo-Sessions. Weil dann eben Don't Be Mad oder Lama oder so wussten, wo die liegen, aber... ich selbst so noch nicht, soweit ich weiß. Bin ich mal schön vorsichtig, weil dieser Holzboden unglaublich viel Lärm macht. Wenn ich den Besen nicht nehme. Was ist hier denn so am Zittern? Jetzt bleibt er da stehen. Das ist natürlich blöd.
Ну чё, попадос вам тут всем, залётные? Noch nicht gefrühstückt. Wo ist der Typ? Where is Typ? Das lassen wir erstmal. Nehme ich erstmal und dann schauen wir mal, was ich noch so finde. Hier checke ich immer nicht so ganz. Ist PB, sagt mir gar nichts. US Dollar.
Es ist verdächtig still hier auf der Map. Dümmste Position, an der ich so warten könnte. Nee, 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 nee. Das riskiere ich nicht, dann soll er rumkommen. Wo ist der? Ich glaube, der ist einmal. Ah, da hinten ist er. Schwer zu sehen.
Wo ist er denn? Da oben drauf, oder? Ты замес, что... Was fehlt hier? Auch noch nicht, aber so vielleicht. Ich muss jetzt auch langsam mal hier raus. Ja, beim Abwurf, der muss irgendwo da sein. Möglicherweise bei Outskirts. Ich meine, die Taschen sind voll, aber bin immer gern bereit, gegen Wertvolleres einzutauschen. Da unten war der eine Typ. Ich gehe ab jetzt immer davon aus, dass sie zu zweit sind. Dass der aus der Entfernung würde ich den eh nicht treffen.
ist übrigens Quatsch hier. Also ich meine, ich nehme immer gern Rucksäcke mit, aber ich glaube, der nimmt mehr Platz ein, als ich vorher hatte, aber... Ich weiß nicht, ob Nails weniger wert sind als Schrauben, aber... Das gilt es herauszufinden. In der Meinung, ich habe hier gerade eine Stimme gehört. Eine engelsgleiche Stimme. Naja, nicht ganz. Eher Mario Basler, würde ich sagen. Der da? Noch der eine Typ hinter dem Felsen. Ich weiß nicht, ob es der Felsen ist. Und jetzt gilt es, die letzten Meter zu überleben.
schöne Runde. Hat Spaß gemacht. Könnte daran liegen, dass es 6.43 Uhr am Morgen ist und vielleicht nicht so viele unterwegs sind. Aber das soll mir egal sein. 6 Scavs, bisschen XP, gar nicht verkehrt. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Sonntag im Livestream. Bis dahin, ciao.